Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Asterix Imperium. Ja, ich habe natürlich noch etwas weitergespielt, habe da mal die einzelnen Waffen noch einmal ausprobiert, so im kleinen Kampf. Und ich muss sagen, ich komme persönlich mit den Raketenwerfern doch viel besser klar. Also das bedeutet, also Raketenwerfer sind sehr treffsicher, brauchen so gut wie gar keine Energie, finde ich, ja. Also wir haben hier Energiefrequenz oder Frequenz von 5.0. Aber ich merke da nichts von der Energie. Und habe ja auch dann mal ein paar andere Waffen probiert. Wie zum Beispiel den Basic Light Beam habe ich mal ausprobiert. Der ist überhaupt nicht so toll. Er macht zwar viel Schaden, aber treffsicher. Lightlaser. Ja, ist eigentlich ganz cool. Verbraucht aber dafür höllisch viel Energie. Und ja, Basic Torpedo Launcher habe ich jetzt nicht geholt. Ich weiß nicht, wie schnell die Torpedos unterwegs sind. Machen zwar einen höllischen Schaden von 100, aber ich denke mal, mit den normalen Standardraketen bin ich doch wirklich gut aufgehoben. So, wir öffnen noch einmal die ganzen Fenster. Denn es ist so. Upsala, das wollte ich jetzt ja nicht tun. Ich habe mal eine Station entdeckt, wo wir ein paar Mercs einstellen können. Wie zum Beispiel hier einen Combat. Der hat einen Premium Small Laser, Level 5. Aber auch den hier, ebenfalls Combat, einen Battle Carrier, kostet uns halt jeweils immer 900 Credits. Allzu schlimm. Bum bum, wir haben ihn. Das heißt, ja. Er wird uns jetzt für die nächste Zeit etwas begleiten. Wie gesagt, er hat sehr, sehr viel Schilde, Panzerung, Energie und Cargo. Das heißt, wir können halt jederzeit immer noch eben ein paar Sachen noch rüberstrecken, was so an Cargo überfällig ist. Aber wie gesagt, wir können halt momentan nur einen anheuern. Später können wir halt noch mehrere. Aber wie gesagt, für 900 Credits einen Carrier. Ja, warum nicht? Also besonders im Typ Battle Carrier ist das schon eigentlich ganz cool. So, natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit der Moral und Boost. Ist auch eine große Rolle. Wie gesagt, die Dinger. Send your Q to the Spa. Also das heißt, wir müssen halt die Sachen senden. Dauert aber, oder, beziehungsweise die. Die Sachen verlieren sich nach der Zeit wieder, also die verbrauchen sich. Gut, ich würde sagen, wir nehmen auch eine Mission an, denn wir haben hier eine Mission für 300.000 Credits. Wir sollen zwei Level 10 Raiders abknallen und das werden wir natürlich auch tun mit unserem Battle Carrier. Und zwar ist das in Wett. Und ja, wir nehmen sie an. Hat uns, glaube ich, jetzt nichts gekostet an Credits. Nein. Gut, ein schönes Biest. So, dann auf geht's. Wir fliegen nach Wett. Wett, 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 Wett. Ich muss halt nur gucken, dass ich hier nochmal die ganzen Fenster hier öffne. Genau, wir haben hier Oro. Und wir. Wett, 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 Wett. Das ist hier oben. Ja, hier müssen wir hinfliegen. Oh, wir werden hier schon angegriffen, sehe ich gerade. Und dann setzen wir auch mal die ersten Raketen los. Oh, der legt aber schon sich ins Zeug. Da fliegen auch die Raketen. Bam, bam. Und nochmals Raketen. Sehr schön. Wir schauen mal, ob der Loot hat. Hat er. Wir nehmen diesen Loot mit. Zerstören die Kiste. Bumm. Wir müssen mal hier die Sachen mal. Ach, der hat leider nichts dabei. Schade. Wir schießen mal hier die Raketen los. Oh, der hat schon alle Schilde verloren. Wow. So, einen Basic. Okay, hier haben wir noch einen. Ah, Adamantium Ohr passt.
Jetzt weiß ich nicht, wie schnell dieser Zerstörer hier hinterherkommt. Oh, mit lila Boost. Oh, unser Basic Light Miner ist beschädigt. Wir haben noch 800 Raketen. Der bekommt eine volle Breitseite. Bam. Uiuiuiuiui. Er hat nichts hinterlassen, doch. Wow, wir haben noch 9000 Credits dazu bekommen. Also, ich muss jetzt auch sagen, mit so einem kleinen Carrier macht es doch viel, viel Spaß, hier dem anzugreifen. Wir können, sage ich mal, auch Befehle erteilen, Return Targets oder Return to Formation, oder sagen zu ihm, er soll einfach hier dieses kleine Schiff hier von selber angreifen. Und dann tut er das auch. Oder wir können ihm sagen, er soll in die nächste Station andocken. Ja, der greift auch an. Raketen, auf geht's. Ja, easy. Das ist richtig, richtig cool. Okay, wir fliegen weiter nach Red. Toggle GPS. Er übernimmt das automatisch. Und wie gesagt, die Raketen haben keine Energie abgezogen. So, oh, hallo. Return to Formation. Und dann, wenn wir in Red angekommen sind, dann haben wir dann halt ziemlich schnell unser Geld. Wir müssen dann wieder zu Starbits Corporation. Okay, das ist eigentlich nicht schlimm. Das ist nur ein Sprung entfernt. Oder beziehungsweise ein Torsprung entfernt. Dann passt das ja. Ach so, und ganz wichtig, ich muss nochmal den Speed wieder etwas leicht erhöhen. Denn ich werde hingehen, werde in Kämpfen halt auf einfache Spielgeschwindigkeit stellen. Denn es ist auch so, wenn mehrere Feinde vor Ort sind, verliert man doch ganz schnell den Überblick. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, so hin und her reist, ist es doch ganz gut, wenn man auf dreifach stellt oder beim Bergbau, dass man dort auf die Dreifachgeschwindigkeit stellt. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, also er dockt ja automatisch an. Wir haben hier Raiders. Wo sind sie? Da. Natürlich nehmen wir diese Raiders auch gerade mit. So. Wir visieren sie alle an. Unser Zerstörer ist da. Also ja, Waffen sind bereit. Und dann würde ich auch gleich sagen, docken wir mal zur Nostra an. Gleich. Noch einmal. Einmal hier aufnehmen. Wir nehmen das hier, 6000 Credits noch hinzubekommen. Ja, wir verlieren sehr, sehr viel Energie. Ja, beziehungsweise Schilder. Energie ist jetzt erstmal nur durch den Boost passiert. Wir bleiben einfach stehen. Und da schlagen die Raketen ein. Oh. Also Raketen ist, würde ich sagen, für den Anfang nicht schlecht. Ja. Also was so an Zielgenauigkeit angeht. So, wir nehmen mal den ganzen Loot mit. Das sind eigentlich jetzt nur Standard so Anfang-Dinger. Wir bekommen hier einen Haufen Credits noch hinzugeschoben. Ach, 8000 Credits. Das ist eigentlich ziemlich gut. So, und wir haben hier. Nein, 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 nein. Die greifen hier nicht die Station an. So, dann wieder die Spielgeschwindigkeit etwas höher stellen. Ah, hier vermisse ich wirklich den einen Hotkey für sowas. So, Garage. Alles reparieren. Perfekt. Und dann Market. Basic Thrusters. Verkaufen wir für 3600. Lightlaser. Munition. Machine Guns. Das Adamantium-Ore werden wir gerade mal fertig refinern. Dauert nur einen kleinen Augenblick.
Oh, wir haben hier noch ein Merch. Und zwar ein Shuttle. Und was haben wir hier? Ein Battle Carrier. Okay, Basic Dual Launcher, Advanced More Laser, Quad. Oh, ein Quad Launcher. Eieieiei. Single Launcher, Light Laser. Ich würde ihn so gerne kaufen noch. Ah, wir brauchen 30 Punkte. Dann könnten wir nämlich noch einen holen. Wow. Aber der soll uns erstmal für den Anfang reichen, dass er uns etwas unterstützt. So, Missionen. Ja. Ach so, und ich weiß nämlich nicht, wie die Auszahlung ist in der Kampagne mit den Missionen. Ich habe ja vor kurzem, oder beziehungsweise ich hatte ja ab der dritten Folge, habe ich ja den Spielstand neu gestartet. Und da habe ich die Out of Stock. Oh. Wo wir noch die Basics. 13.000 reicht. Wir haben noch immer noch ein bisschen Platz. Dort habe ich ja die manche Auszahlung habe ich ein bisschen verbessert. Aber ja. Es ist jetzt ja nicht gerade so viel. Da kommt die auf die zwei Feinde. Oh, der ist ein bisschen hartnäckiger. Ah ja. Hat der. Haben die auf uns geschossen? Ja, pf, keine Ahnung. So, dann wieder zurück. Der kleine Zerstörer folgt uns. Oder, ja, Cruiser. Also mit der Missionsausbeute, die habe ich dann von 0,25 auf 0,60 gestellt, wenn ich mich recht entsinne. Also es war eigentlich nicht viel. Weil es geht, glaube ich, ja bis auf 2 hoch. Und. Ah, wurde ausbezahlt. 900, Paywall. Oh, fliegen wir da durch. Und dann fliegen wir mal gleich zu dem anderen. Zerstörer, beziehungsweise die zwei Level 10 Hunter. Ich weiß gar nicht. Ja, wir bleiben erst bei der Explosive. So, Augen auf. Wo ist er? Da. Da sind sie. Spiel etwas langsamer stellen. Ui, und da fliegen sie. Adamantium, ja. Hier sind auch Piraten unterwegs. Ah, sie werden doch langsam etwas lästig, die kleinen Piraten. Schade, dass man in diesem Fall auch nicht den Spielstand oder beziehungsweise das Spiel pausieren kann. Gerade beim Anvisieren der Feinde ist das aber irgendwie auch ein bisschen praktisch. Ja gut, wobei, in Eve konnte man ja auch nicht das Spiel pausieren, wenn man irgendwie angegriffen worden ist. Ja, Treffer. Ah, schade, dass ich hier keinen Salvager dabei habe. Ja, das wollte ich auch mal ausprobieren, wie es ist mit dem Salvagen. Da kommen die ganzen Raketen angeflogen. Wahnsinn, ey. Gut, okay, dann müssen wir jetzt weiterfliegen zur Starbase Corporation. So, hier sind wir wieder etwas sicher. Erstmal schauen, wo die Starbase Corporation wieder war, da oben. So, einmal andocken. Wir stellen mal wieder die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Und dann bekommen wir auch gleich 300.000 Credits. Gut geschrieben. Wir haben zurzeit knapp 800.000. Hey.
Da könnten wir wieder schon fast ein größeres Schiff kaufen. Aber alles eins nach dem anderen. Ja, yep. 300.000, 4 Skillpunkte. Gut, Refinery. Wir setzen das hier mal weg. Ich brauche eine Blaupause für die Raketen. Wie gesagt, Raketen eigentlich ganz nett. Weapon System Packet Specs. Oh, der hat ja hier noch Fusionskerne, stimmt ja. Basic Scanners. Ja, komm, wir machen das mal weg. Water weg. Die Waffen weg. Das weg. Hydrogen weg. Die Fusionskerne 20 mm kommen weg und das kommt weg. Die 20 mm, die brauchen dort irgendwie ein bisschen mehr, also ja, brauchen schon mehr relativ viel Munition, aber Treffsicherheit, naja. So, Missionen. Was haben wir noch hier? Wir haben, wobei ich schon mal überlegen bin, kann man auch unsere Ship Docks, das ist unser Schiff. Weil ich überlege gerade, dieses Schiff, er hat null Items. Und er hatte ja doch auch Raketen, richtig? Also das haben wir hier, unser Schiff. Das ist hier unseres. Aber. Das hier ist unseres. Das schließen wir mal. Kann ich das irgendwie nochmal nachsehen? Fleet. Er hat Heavy Laser und Launcher. Penta-Launcher. Okay. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ich jetzt da hingehe? Ich muss ihm jetzt da erstmal ein bisschen wieder. Ja, out of stock. Okay, schade eigentlich. Dass wir ihn vielleicht die hier geben. Kinetic Missiles weiß ich jetzt noch nicht. Komm, wir geben ihm mal ein paar Fusionsmissiles mit. Die bekommt er hier mal mit. Weil die brauchen natürlich auch Munition, damit sie schießen können. Wir docken mal ab. Wo ist unser Schiff? Ah, da ist es ja. So, wir fliegen mal. Ich würde sagen, wir waren in Red, in Ohr. Achso, in Kinn waren wir noch nicht. Oh, scheiße. In Kinn waren wir noch nicht. Dann fliegen wir mal dorthin. Open. Ah ja, genau. Kann man auch so machen. Ups. Send Mercury Dock at Station. Patrol Autotask. Also, er patrouilliert automatisch. Oh, was ist das? Oh, die Station ist ja richtig cool drinne. Oh. Schwupp, weg ist er. Ja, die Raketen. Braucht er Munition? 441, ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben habe. Aber hier in Kinn gibt es kein einziges Tor mehr für wieder zurück. Okay. Das ist auch wieder eine kleine Sackgasse, dieses System. So, wo waren wir noch nicht gewesen? Wir haben Bastarde. Oder haben wir Bastarde schon? Nein, haben wir noch nicht. Fliegen wir dort mal hin? Ja, der Carrier ist fast genauso schnell wie wir mit dem Boost. Und er verbraucht auch die Energie für den Boost, wie es aussieht. Ich bin mir nicht so sicher. Aber wir werden mal bei der nächsten Station hier mal andocken, wenn es hier eine Station gibt.
New sector has been explored. Okay. Gibt es hier auch andere Erze? Das würde mich jetzt einmal interessieren. Adamite Ore. Das sind auch wieder Adamite Ore und Adamite Ore. Ich weiß nicht, wie das ist mit den. Mit den Minen, also beziehungsweise mit den Sachen. Das Adamite Ore, die paar Stück tue ich jetzt noch nicht hier einsetzen. Ansonsten, ja gut, wie gesagt, wir brauchen. Oh, hier gibt es wieder ein paar Mercs, sehe ich gerade. 100 und zwar Combat, Basic Light Laser. Premium Large Laser, Premium Heavy Laser, Level 8. Ich würde schon noch einen holen. Aber dafür brauche ich ja wirklich jede Menge Punkte. So, Missionen and Scan. Mod-Bonus, 22.000. Skill-Bonus, okay. Also Skill-Bonus plus 2.400. Und Factions-Bonus bekommen wir. Also das hier ist die Base-Payment. Und das wäre durch die Mod, was ich, glaube ich, noch habe, ne? Was ich, glaube ich, im Spiel bei der Sandbox-Modus eingestellt habe. Das ist doch schon heftig. Gut, okay. Aber egal, ich würde mal sagen, das war's gewesen mit der Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.